Danke. Vielen Dank. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Form und Farbe sind bemessen. Jemand im Kind kennt den Traum. Wir haben ihn vergessen. Das ist eine Strophe aus einem Gedicht von dir. Und das hat, wir hören nachher ein bisschen mehr davon, das hat ganz unmittelbar was damit zu tun, was du gerade gemacht hast und was wir gleich machen. Wir wollen uns an Träume erinnern und lernen, mit den Träumen umzugehen. Vielleicht ein paar Worte zu dem Didgeridoo. Wie kommt der Ton von da nach da? Das ist sehr Ast, als Hohl, das ist sehr leicht. Das ist ein ganz leichtes Holz. Selber ausgehöhlt, selber gebaut. Das ist ein Schwitzeridoo, kein Didgeridoo, ich war noch nie in Australien. Ein Schwitzeridoo? Eigenbau, genau. Und das tönt und klingt, weil ich frittiere mit den Lippen. Ein bisschen Schwingung und schon tut's. Aber es sieht so aus, als würde man ein Wahnsinns-Atemvolumen dafür brauchen. Nee, ist nicht so. Atmen ist Energie. Atmen ist Energie, Atmen ist Lebenskraft, Atmen ist Kreativität und Atmen kostet nichts. Das Einzige, was nichts kostet. Stimmt. Ja. Was auch nichts kostet, oder was unmittelbar dazugehört, ist natürlich so ein bisschen rauszukriegen, wo die eigene Kreativität liegt und das Schöpferische in einem liegt. Über das wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Wir haben jetzt schon fast drei Tage miteinander verbracht und sind immer von einem Thema weggekommen, auf das nächste gekommen. Alles hat sich miteinander verbunden. Ich habe keine Moderationskarten, habe mich nicht sonderlich vorbereitet und wir haben trotzdem immer ein Thema gehabt, was sehr spannend war und eigentlich hätten wir den ganzen Tag hier stehen können und malen und wir haben schon unheimlich viel gemalt. Ja. Und zwar in einer ganz besonderen Technik, der Anima Animus Aquarelltechnik. Ich bezeichne das als Tanz mit den Farben. Kinder lieben es, rumzutropfen mit Farben. Sie lieben es, rumzupinseln und zu tun. Und was diese Technik macht, ist einfach ein Tun, indem das die linke Hand entscheidet, wo und wie das Blatt zu liegen kommt. Hat einen Grund, dass es die linke ist, ne? Ja, die linke ist die empfangende Hand. Diese Hand empfängt, wo das Blatt den Pinselstrich bekommt. Und die rechte Hand tut die Bewegung, um diese Farbe zu kommunizieren, zu verteilen auf dem Blatt. Immer schön ausgewogen und entspannt. Anima, das ist die Seele. Animus ist der Geist. Gleichzeitig ist aber auch Animus, der weibliche Teil im Mann, und Anima, wunderschön. Wenige Striche, drei Farben, und Sie können erstaunt sein, was Sie hinkriegen, wenn Sie einfach drehen und pinseln. Jetzt ist es zu nass. Und damit gehst du auch um, mit diesem männlichen Teil, männlichen Anteil im Mann Anima und Animus. Ja, da möchte ich vielleicht den Herren der Schöpfung sagen, dass in ihnen, in jedem Mann steckt eine Frau. Und der Damen der Schöpfung möchte ich sagen, in jeder Frau steckt ein Mann. So all die Probleme. Die Damen nicken, ich glaube, das ist. Also ich bin auch ein Mann, oder? Du bist auch ein Mann, ja. Ich sehe doch aus wie eine Frau. Und ich die Haare. Naja, also ich würde mal sagen, Gott sei Dank bin ich wirklich. Ein Witz. Okay, gehen wir weiter. Wasser ist das Lebenswasser. Das ist das, was Leben erschafft. Das ist die Emotion, das Fließen, das kleine Kind, die Unschuld und Vertrauen. Wasser braucht das Papier. Allen Lebens und auch das Erhalten allen Lebens. Deswegen ist das auch hier der Ursprung. Genau. Dessen, was entstehen es ist der Untergrund für die Farbpigmente. Wenn ich die Farben einfach so drauf mache, wenn ich gelb gehe ich nur Frühling mit Blau in den Himmel, mit Rot in die Vision des Kindes. Der Pinsel ist der gleiche wie vorhin. Vorsicht, das wird jetzt ja. Ein
bisschen Bewegung reinkommen. Ich habe mich extra heute entschlossen, obwohl ich ganz hell was anziehen wollte. Ich dachte mal lieber nicht weiß. Bin ich nachher blind am Ende des Tages, auch wenn mir das ja auch ganz lustig. So, und das kann man jetzt endlos drehen. Man kann so ein Bild locker tot malen, weil alles Schöne irgendwie dann weg ist. Wir haben hier das Problem, dass es bei uns ziemlich heiß ist, dass die Farbe sehr schnell trocknet. Ja, darum mache ich es ein bisschen nass und es wird oft dann zu nass wieder. Der Wasserhaushalt, der emotionale, ist immer etwas, wo man nicht einfach weiß, sondern muss es probieren und findet heraus, ob es zu nass oder zu trocken ist. Sollte nie austrocknen, es ist jetzt etwas angetrocknet. Denn du brauchst diese Feuchtigkeit jetzt, um weiterzuarbeiten. Genau. Das ist sozusagen der Hintergrund, der gleich ein bisschen, das werden wir sehen, in dieser Technik zurücksinkt. Ich weiß es jetzt auch, weil wir seit vorgestern so ein bisschen zusammenarbeiten, habe ich mich jetzt so eine Art Assistentin entwickelt. Das ist wundervoll, Irene. Ich schätze dich sehr. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Das ist die Vergangenheit, was unten liegt und oben kommt was Neues. Ah, das ist schon ziemlich gut. Da hast du jetzt einen etwas kleineren und feineren Pinsel. Genau. Und was sind das für Farben? Das sind Flüssigwasserfarben. Und diese Flüssigwasserfarben muss man nicht anrühren, man hat sie bereits. Schon fertig. Man kann sie nur noch auf die Palette oder auf den Pinsel oder aufs Papier machen. Das ist bereits schon sehr trocken. Und in diesem fast trockenen Zustand lassen sich die untersten Ebenen wieder aufarbeiten. Das erzeugt eine Verbindung mit der Vergangenheit in die Gegenwart und ermöglicht dadurch eine ungeheure Tiefe. Eine Dreidimensionalität ist aufgehoben, es geht viel tiefer in den Raum hinein. Es ist ungeheuer, man glaubt wirklich, man guckt von außen nach innen und von innen wieder zurück. Ja. Das hat aus den verschiedensten Perspektiven die verschiedensten Assoziationen dazu. Das ist so, ja. Hier kann man nichts falsch machen. Das ist ja wahnsinnig exotisch, das Bild. Unglaublich schön. Sieht aus wie so eine aufblühende Rose oder Pfingstrose. Ja, hier hat es genügend Farbe drauf. Also brauche ich die Farbe. Auch. Also ich muss dir mal was verraten, Walter. Der Dennis, der hat mich gefragt, das machen wir am letzten Tag, ob ich das mal ausprobieren dürfte, so einen Pinselstrich. Ob er sich mal selber ausprobieren wollte. Ich glaube, er ist ganz interessiert, diese Technik auch zu lernen. Die kann man bei dir lernen. Ne? Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das ist so, ja. Ich mache Malseminare. Malseminare in der Schweiz. Genau. Und ich habe mir selber, wie auch bei allen anderen Menschen festgestellt, wir haben unsere Farben verloren. Mhm. Wir sind mehr ins Graue gegangen. Das Bunte, der Regenbogen, das, was uns frisch macht, was wir sind. Wir sind bunte Menschen. Wir sind wirklich bunte Menschen. Auch dann, wenn wir keine Kleider anhaben. Wir strahlen bunt, wir haben diese Qualität als Mensch. Und das in Farben auszudrücken, zu geben, zu sehen, wow, das habe ich gemacht. Ja. Das kommt von mir. Das kann niemand für mich tun, was ich selber für mich tue. Es ist natürlich auch so, dass wir in einer enormen Leistungsgesellschaft leben, ständig von Arbeitslosigkeit bedroht. Und dass man unter einem solchen Druck fast schon verliert, sich selbst zu begegnen, den Mut, sich selbst zu begegnen und auch zum Anderssein. Und ich glaube, das bräuchte es gerade im Moment, um vielleicht das Leben, generell das Leben in eine andere Richtung zu bewegen. Und dazu wollen wir natürlich hier auf der Kreativa mit allem, was wir hier tun, Mut machen. Und das ist auch eine ungeheuer schöne und befriedigende Arbeit. Ich glaube, für uns beide, ich glaube, es ist auch für alle Leute, die hier arbeiten und die mit uns zusammenarbeiten, auch für Ewald und Dennis, bei denen ich mich mal ganz herzlich bedanken möchte für den wundervollen Ton und das Licht, das sie uns jeden Tag machen. Und die freuen sich auch mal so zwischendurch über einen kleinen Extra-Applaus. Dankeschön.
ist immer eine Sache von Chemie, wie man miteinander arbeiten kann. Und je besser die Chemie ist, umso bewegender ist das, was entsteht. Umso mehr Spaß macht es. Ja. Malen soll Spaß machen. Ein weißes Papier soll nicht Angst machen. Dieses Angstmachen hat damit zu tun, dass wir Ansprüche stellen. Wir müssen gut sein, wir müssen was in Erwartung Gestelltes erreichen. Ja. Und das ist sich eigentlich selbst betrügen. Ja. Wie kann ich dann etwas machen, wo ich nicht kenne? Also ich erlaube mir einfach zu tun und was tun, schauen, was ist. Hier ist noch ein bisschen Restfarbe vom Grinsen, vom vorherigen. Ach, du hast einfach die Farbe, die jetzt am Pinsel war, genommen. Genau. Und ja. Was du damit machst. Und schauen, was da drin steht. Hier habe ich auch noch den zweiten, den habe ich auch drauf. Ist auch noch Farbe drauf von vorher. Ups. Deine Kann Arbeit. Passieren. Papier rollt sich auf. Deine Auseinandersetzung mit dem Schamanismus spielt natürlich in deine Arbeit unmittelbar rein? Ja, es ist der Moment zu nutzen. In diesem Moment ist die Ewigkeit zu Hause. Und das Innere mit dem Äußeren in Kommunikation zu bringen. Genau. Das sieht man bei diesen Bildern ganz besonders gut. Es geht um eine Ausgeglichenheit zwischen männlich-weiblich, das, was wir eben sind. Und die ist außen wie innen wichtig, damit ich meine Mitte halten kann. Das tue ich, wenn ich male. Das tue ich, wenn ich Stich spiele, das tue ich, wenn ich Skulpturen mache. Das gehört zum eigenen emotionalen Haushalt mit sich selber, die eigene Ausgeglichenheit. Das, was du an Skulpturen machst, kann man bei dir am ich Stand stehen? Ich zurücktreten und ja, jetzt kann ich ausholen. Das sollen Bewegungen sein, die übers Blatt sind sehr großzügig. Genau. Und landen im Extremfall auch mal auf dem Kittel. Um nochmal ein bisschen auf den Schamanismus zurückzukommen und auf das, was du sonst machst, möchte ich mit dir ein bisschen über die Kultur der Schwitzhütten nochmal sprechen. Ja, gerne. Weil die mich sehr interessiert. Ist etwas, was wir bei uns hier in Westdeutschland zumindest gar nicht so kennen. In Süddeutschland ist es ein bisschen näher an der Schweiz, ist es eher bekannter. Ich kenne es auch nur von Schweizer Kollegen. Ist etwas vollkommen anderes als unsere klassische Dampfsauna. Das ist so, ja. Die Schwitzhütte ist ein Schoß, die uns die Mutter Erde zur Verfügung stellt, wo wir Erdenkinder reingehen, um uns wieder neu zu gebären. Das heißt, wir haben immer alte Sachen. Was machen wir mit den alten Sachen? Wir lassen sie sterben. Und kommen neugeboren raus. Also wenn ich nicht mehr den gleichen Ballast habe, wie ich reingegangen bin, dann werde ich im Kleinen eben mich neu gebären, neu bestimmen, was mir gefällt im Leben, was nicht, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und so bin ich selber Schöpfer von dem, was ich eigentlich, wie ich jetzt bin. Was ich bin, habe ich selber erschaffen. Und das ist die Schwitzhütte pur. Da kann man selber bestimmen, wie wir kommen wollen. Und das tun wir dann. Es ist heiß, es kommen glühende Steine ins Feuer, die sind im Feuer jetzt. Das sind eigentlich Großvater Samen, Sonne. Ja. Die Sonne kommt zur Mutter Erde. Und da drinnen sind die kleinen Erdenkinder. Und wie die Erde sie bittet, sie, dass sie sich neu gebären, und die Erdenkinder das immer wieder. Und das alte Gefährt und das neue kommt. Das ist eine schöne Art zu sich also, selber. Es ist etwas vollkommen anderes als das, was wir in unserer Freizeit natürlich auch nicht so bewusst machen. Und bewusst machen ist auch das Thema deiner Kurse, in der Schweiz liebst. Und ich möchte Ihnen ein Gedicht vorlesen von Walter Probst, der vielleicht die eine oder andere Frage oder das, was wir hier im Gespräch berührt haben, beantwortet. Es heißt, die Erde lacht. Liebe fließt aus meinem Herzen. Lernen durch Freude, nicht durch Schmerzen. In Unschuld und Vertrauen Lebensbrücken bauen. Aus der Finsternis zur Sicht, in den Boden wachsen und ins Licht. Sich verbinden in Substanz, das Äußere ist im Inneren Glanz. Die Form hat sich im Wasser verloren. Als Blume der Seele wird sie neu geboren.
fließende Form ohne Raum und Zeit. Geschaffen als Krone der Dankbarkeit. Das Leben liebt Veränderungen durch Kreisen, durch die Jahreszeiten reisen. Puls als Bewegung der wirkenden Kraft zur Verfügung gestellt, als liebende Macht. Es brauche sie nicht. Du könntest es wohl. Die kreisende Zeit, sie wird dich einholen. Zu verstehen die Regeln von Zeit und Raum. Auf der Erde zu wirken, am großen Traum. Viele Male muss man springen hinein in den Erdenschoß, wo Welten singen. Die Schönheit als Absicht in die Welt zu geben. Die eigenen Gaben mit einzuleben. Die Freiheit durch eigenes Wirken erschafft, losgelöst. Der Pfeil der Gedanken macht. Die Absicht erreicht die Sternenkraft. Die Mutter Erde. Sie lacht. Ja, finde ich ein sehr schönes Gedicht. Dankeschön. Das ist ein sehr schönes Gedicht, was sich jetzt, die Form hat sich im Wasser verloren, natürlich unmittelbar auf das bezieht, was du machst. Wir haben jetzt in den letzten Tagen wahnsinnig viele Bilder gemalt, beziehungsweise nicht wir, sondern du. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Platz in unserer Galerie haben bis zum Sonntag. Das ist hier alles voll. Walter? Das ist jetzt Pinsel Amph mit Farbe dran, zwei Farben. Das entsteht unmittelbar, sagen, genau. Wie die Pinselführung läuft, ja. Das Platz drehen, wo die Striche hingehen. Wenn ich immer auf dem gleichen Kreis drehe, ist es langweilig. Dann verlasse ich die Mitte nie. Wenn ich die Mitte zu mir hinziehe oder wegstoße, verändert sich das. Und diese Farbmischungen entstehen sozusagen fast absichtslos. Ja, einfach wie es passiert. Sie mischen sich selber ab, weil sie gehen ja immer wieder ineinander, durcheinander. Ja. Sie glauben, werden aufgenommen, wieder abgelegt. Und dadurch entsteht diese Räumlichkeit und die Farbverbindung, die Kommunikation der Farben, dass sich miteinander einlassen, dass sich einweben. Ich schaue jetzt mal ganz kurz nach der Uhr, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Okay. Hast du noch Papier? Ja, komm. Dann können wir ja eigentlich noch ein Bild malen. Ja, komm. Das wollte ich dich eben fragen. Du veränderst immer wieder so ein ganz kleines bisschen die, kann man sagen, Auftragetechnik? Ja, das ist eigentlich die zweite Art. Vorhin habe ich drauf getropft. Mhm. Das eine Art hier macht es in den Pinsel. Und das ist jetzt das zweite Sujet. Ein bisschen satter wirkt das jetzt. Ja. Ne? Fast so ein bisschen wie Öl. Das zweite Sujet, ich finde das bemerkenswert, ja. Dass die Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, unsere Freunde aus der Schweiz so viele Fremdwörter haben, die so einen ganz besonderen Charme haben. Das kommt eigentlich aus dem Französischen. Sujet würden wir übersetzen mit Thema. Ne? Und die Damen der besseren Gesellschaft, in der Schweiz die Damen der Noblesse genannt. Ich finde das was Poetisches. Wenig Striche sind viel. Zu viel kann man machen, dann malt man es tot. Man würde nicht denken, dass das so schnell geht, sowas herzustellen. Energie ist schnell. Aber ich denke, ein Anfänger braucht doch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und die sollte man sich, glaube ich, auch nehmen. Ja, die Zeit ist dieselbe. Ja. Ich tue was. Ja. Kreatives Schaffen ist, ich sage, ich tue was. Ich mache es. Dann finde ich heraus, was habe ich gemacht. Und dadurch kann ich verstehen, was eigentlich geändert werden kann, wenn ich was ändern will. Ja. Ich tue. Kinder tun, haben Spaß beim Tun. Und dieses Tun ist das innere Kind, das wirklich tut und Spaß dabei hat, Wasser aufzutragen, Farbe zum Vorschein zu bringen, sie aufzupinseln und ihr eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Das Leben ist so schwer, ohne dass wir es eigentlich schwer machen müssen.
Ich hänge gerade so ein bisschen, entschuldige, ich hänge gerade so ein bisschen an diesem Bild. Welches? Weil das, wenn man da runter guckt, sieht es aus, diese blaue Mitte, als wenn da so ein tiefer See dahinter wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel was ganz anderes als das, so ein tiefer blauer See. Ist völlig verschieden. Die Interpretation ist so einmalig anders. Jeder sieht es anders. Das ist das Schöne dran. Man kann sich drehen, wie man sie will, ja. Jeder sieht das eigene. Ja. Man kann gar nichts Fremdes sehen. Man sieht auch, was Landschaften, Seelenlandschaften, man sieht immer mit seiner eigenen Seelenlandschaft jeden Tag anders. Genau. Es ist auch so eine Forderung, wenn man, also es fängt ja schon in der Schule an, dass man dann nicht jeden Tag die Dinge anders sehen darf, damit man gleich sehen muss, damit man im Leben vorwärts kommt. Vielleicht müsste man da, gerade was die Kunstpädagogik angeht, mal so ein bisschen ein Umdenken populär machen. In den europäischen Nachbarländern wie Schweden, Finnland und Norwegen ist zum Beispiel so etwas viel, viel populärer, um die Lernkompetenz zu erhöhen. Und ich finde, die Antwort, warum das so ist, die geben wir hier auf der Bühne. Ja. Ich glaube, unsere Zeit ist ein bisschen rum. Das heißt, unsere Zeit ist ein bisschen rum. Für heute die halbe Stunde haben wir fast rumgekriegt. Ich mache das noch die zwei noch fertig, Pasta. Hier ist es sehr wichtig, dass die Striche, die Kleinen jetzt kommen, das ganze Bild in die Gegenwart bringen. Da muss das Bild, das Papier muss noch trocken sein, Entschuldigung, nicht trocken, feucht, nass. Es darf nicht zu trocken sein, sonst ist es schon kaputt. Sonst kannst du nicht arbeiten, wenn genau. Du mit Fahrrad bist. Und das Aufarbeiten der Vergangenheit, was ich jetzt halt mache, wenn ich ziehe die Striche nach, die ich vorhin ganz am Anfang im Hintergrund abgelegt habe, ja. Den ziehe ich jetzt nach und dies nach vorne holen, als ob die Tiefe wegkommt. Und es ist ähnlich wie das Flechten. Eine Linie flicht ja, die andere ja. Runter. Es sollte ein Netz entstehen und übereinander liegen. Und die letzte Linie ist die oberste. Man ist natürlich aber so ein bisschen eingeladen, sich zu überlegen, wie das Bild weitergeht. Oder weitergehen könnte. Wohin diese Linien laufen. Das ist das Ausstrahlen der Energie grundsätzlich. Ja. Kann hier noch was halt machen? Ich mache mal die Pinselhalterin. Für Manfred, der so lieb ist und hier alles für uns aufzeichnet. Der auch mal so die Sicherheitsnadel hat, die man mal gerade braucht. Oder auch sonstige Gegenstände. Dafür alles ansprechbar. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ist das letzte. Auch hier gibt es noch ein bisschen. Da hast du jetzt auch noch ein Wasser bisschen Feuchtigkeit drauf. Genau, ne? Das ist sehr wichtig. Die Lampen trocknen zu schnell aus. Ich ordne mal so ein bisschen unsere Galerie hier. Da ist einfach genug Farbe drauf. Unsere kleine Vernissage. Aber ich halte mir hier den Pinsel schon hin wie ein Mikrofon, so bin ich daran gewöhnt.